So, hallo, wir machen weiter beim Training für den Boss bei I Wanna Stop the Simulation. Denke, das wird jetzt auch nur ein kleiner, kurzer Trainingspart. Wir sind ja hier angekommen letztes Mal. Und müssen uns um den Kollegen hier kümmern. Was noch nicht so gut gelaufen ist. Also, mit dem Kollegen an sich ist es schon gut gelaufen. Bis auf die erste Phase und die zweite. Aber dann kommt ja die Delicious Food. Von der wir noch nicht so ganz wissen, was ich alles tun muss bei ihr. Da bin ich immer relativ bald gestorben. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt mal reduziert, dieses bald sterben. Und können ein bisschen trainieren. Und erfahren, wie die so funktioniert. Da wäre ich sehr froh drum. Das war blöd. Aber erstmal wieder reinkommen. Wirklich? Habe ich mich im letzten Part schon drüber gewundert, dass da ein Checkpoint war zwischen den einzelnen Mini-Bossen, aber nope, offensichtlich nicht. Ja, machst du nix, ne? Muss man dann halt so spielen. Na komm schon, da fehlt nicht mehr viel. Dankeschön. So, in der Phase ist eigentlich relativ schwierig zu sterben. Ich werde es trotzdem hinkriegen. Das ist überhaupt nicht das Problem. So, aber jetzt fehlt halt nicht mehr. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob die mich trifft. Okay. Nein! Ach, ärgerlich. Schade. Okay. Sache ist halt, die Phase hier müssen wir eigentlich nicht weiter trainieren, ne? Wir müssen halt die Delicious Food Phase erreichen, dass wir überhaupt erfahren, was wir da tun müssen. Offensichtlich gibt es da ja auch verschiedene Phasen, die kommen können, weil wir haben jetzt schon zweimal, wir haben jetzt eine gesehen, wo, uah, wir haben eine, oh boy, wir haben eine Phase gesehen, wo, große Früchte kommen, mit Pfeilen drauf, die wir wahrscheinlich abschießen müssen. Und eine Phase aber, wo wir erstmal ausweichen müssen, wenn er sie hin und her zieht. Okay, da müssen wir wohl ausweichen. Oh Gott. Naja, da muss ich wohl ausweichen. Mehr kann ich da aktuell dann nicht machen, ne? Wie war denn das im Original? Im Original war das doch so, dass man nach jeder Phase dann runtergefallen ist. Und dann konnte man ihn treffen. Ist es hier auch so? Wahrscheinlich ja. Ich überlege gerade, wie es bei HF war, aber ich kann mich daran nicht erinnern. Ich glaube, die Delicious Food habe ich nicht so aktiv gesehen bei ihm. Ich weiß es nicht. Ich war im Stream, als das gespielt hat. Ja. Aber an die Delicious Food erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich mehr an den Hauptboss. Deswegen, ich dachte ja auch, es ist so eine Zwischen... Ne? Da ist so ein Zwischending dazwischen. Ein Speicherpunkt. Das ist ein Zwischending dazwischen. Ich sollte sofort aufhören aufzunehmen, wenn ich solche Sprüche von mir gebe. Das kann nichts mehr werden. Es ist vorbei für heute. Es ist vorbei. Oh. Der kann mich sicherlich auch kriegen, wenn er mich berührt. Oh, oh, geh weg! Oh, ja, 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 ja. So. Was kommt jetzt? Die da. Da steht Shoot drauf. Also nehme ich an, ich muss die abschießen. Oh boy. Haben wir... Oh, wir haben die erste Phase mal geschafft. Es ist tatsächlich so. Und dann trifft man ihn, wenn man gerade runterfällt. Okay, also muss ich ein paar Phasen überstehen. Zum Beispiel auch aus... Mama? Okay. Ja, es ist genauso wie im Original. Okay, und... Oh boy. Das wird aber echt unangenehm, ne? Ach, du Schande. Wenn wir uns mal den Balken da oben uns angucken... Würde ich vermuten, es sind 4 oder 5 Phasen, die man aushalten muss. Oh Himmel. Aber dann sind wir jetzt schon einen Schritt weiter und wissen, was wir tun müssen. Damit ist der Part jetzt schon Success.
So viel zu Success. Drama! Jetzt wurde ich mehrmals am Anfang gleich getroffen. Gerade dann, wenn ich davon rede, dass dieser Part ein Erfolg ist. Ich sollte diese Satzkombination... Das hat jetzt irgendwas ausgelöst, dass ich gesagt habe, der Part ist ein Erfolg. Hat irgendwie ausgelöst, dass ich plötzlich nur noch Blödsinn mache. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber hier. So. Nice. Schön vorher treffen. Und dann kann man den hier auch ein paar Mal öfter mitnehmen. Das wird jetzt nicht so gut laufen. Ja. Hab ich gesehen. War leider keine Chance. Gut, also wir müssen halt jetzt immer wieder hier durch. Das wird halt... Das ist halt das Nervige. Das ist halt das Nervige, dass ich mich hier weiter konzentrieren muss. Ich würde halt lieber nur die Delicious Fruit jetzt spielen. Delicious Fruit? Ich nenne das Ding halt so. Ich habe keine Ahnung, wie es wirklich heißt. Aber es ist ja diese typische Frucht, ne? Wow, das war knapp. Okay. Nice. Gut. Jetzt ist da gerade nichts zum Gutsein. Jetzt ist da auch gerade nichts. Jetzt ist was da. Oh, die... Ah, dass da halt gerade dann auch die Dinger da gerade hinwirft. Das ist immer... Ah... Okay. Wir sind wieder bei der Frucht. Da muss ich mich jetzt halt mehr konzentrieren. Scheiße. So, was kommt als erstes? Er bewegt sich. Okay. Eigentlich nur ausweichen. Die Phase ist eigentlich simpel. Okay, und man kann nur einmal treffen. Mehrmals ist nicht drin. Und ich denke, da ist es gut, erst einen verschwinden zu lassen. Sich dann um den anderen zu kümmern. Nice. Gut. Wieder Bewegung, ja? Okay. Das ist somit eigentlich dann die einfachste Phase. Okay. Wow. Ich glaube, auf ihn draufhauen kann ich auch nicht. Darf ich auch nicht. Okay, jetzt kommt das Ding. Das ist das, wo er dann nachher hochgeht. Ah, Mist. Na, dann macht er so zack und dann gehen die hoch. Schade, wir waren weit. Wir waren weit. Jetzt geht erstmal wieder das los. Ja. Immer nach einem erfolgreichen Run mit der Frucht kommen einige Misserfolge bei ihm hier wieder. Aber wir kommen mittlerweile besser klar mit der Frucht, würde ich sagen. Das ist ja schon mal gut. Also mein Ziel wäre... es wirklich im nächsten Part zu schaffen. In dem noch nicht. Also mein Ziel wäre natürlich auch, es in dem Part schon zu schaffen. Aber ich sag mal, das ist nicht das, was ich mir gesteckt habe. So als Erwartungsziel. In dem Part reicht es mir schon, wenn ich die Frucht schaffe und dann vielleicht den dritten Boss noch sehe, dass ich den so ein bisschen eintrainieren kann. Aber den werden wir noch nicht komplett schaffen, diesen ersten Abschnitt hier. Glaube ich nicht dran. Glaube ich nicht dran. So, aber mehr als die drei scheinen dann nicht zu können. Okay. Das ist eigentlich im Moment jetzt mein Lieblingsmove aktuell. Nein! Da hätte ich nicht springen dürfen. Ich hab's gesehen. Okay. Ärgerlich. Ärgerlich sowas. Oh, das war gut.
Oh, dafür bin ich jetzt gerade nicht mehr so gut am Treffen. Nice. Uah. Man muss. Oh, ich hätte fast nicht hochspringen können, weil da die Dings war. Die Fläche. Na, oh Gott, der. Der hätte mich treffen können. Oh Gott, das ist immer so. So unvorhersehbar. Wie dieser Mist fällt. Ach, Mann. Egal, dann müssen wir ein bisschen öfter hier treffen. Wow. Nice. Das war gut. Das war gut. Ach, Gott sei Dank. Manchmal geht's halt gut und manchmal nicht. So, und wieder die Frucht. Okay. Also da weichen wir nur ein bisschen aus und dann gehen die hoch. Das. Und dann fallen die ja noch. Ich hab vergessen, dass die nochmal fallen. Ah, das war jetzt doof. Das war meiner. Das war meine fehlende Erinnerung. Mist. Ah, das war ärgerlich. Wenn ihr übrigens so ein bisschen auf Details achten wollt, schaut mal, was alles in diesen Command-Prompt reingeschrieben wird, oben links, rechts. Na, ich kann da nicht drauf gucken. Ich sehe, dass da immer was reingeschrieben wird. Wenn euch das interessiert, sind bestimmt auch lustige Easter Eggs oder sowas. Ich kann da nicht drauf gucken, weil mich betrifft's nicht. Ich muss den Boss besiegen. Mir sind die Befehle letztendlich egal, wie die hergeholt werden. Aber da wird immer was reingeschrieben, jetzt gleich wieder. Na, jetzt klickt er das an und dann schreibt er da oben in den Command-Prompt irgendwas rein. Das ist bestimmt was Lustiges, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch super langweilig. Oh boy. Aber... ja. Ist mir nur aufgefallen, dass da was reingeschrieben wird. Jetzt gerade auch zum Beispiel Kit, irgendwas. Jetzt gucke ich da hoch und will ich doch gar nicht. Und damit hat jetzt wahrscheinlich die schwere Kraft, die Schwerelosigkeit aufgehoben. Und so schiebt er. Da, der macht die schwere Kraft rein. Die schwere Kraft. Die Gravitation verändert er halt. Die schwere Kraft. Oh Gott, guten Morgen. Gut. Doppelter Treffer. Kein doppelter Treffer. Zwei Treffer. Gefährlich. Nice. Ah, grüne Kugel, geh weg. Oh boy. Es ist halt voll gut, wenn man oben bleiben kann. Dann geht's am schnellsten. Wenn man einmal unten ist, dann wird's halt schwierig, wieder hochzukommen. Weil man dann ständig von den fallenden Dingern halt erwischt werden könnte. Ah! Okay. So. Okay, er bewegt sich am Anfang, also nur ausweichen. Das geht an sich klar. Oh, jetzt kommt das gleich am Anfang, okay. Also das ist auch eine völlig random, wann er was wie macht. Oh Gott. So, nur noch eine Frucht. Der müsste ich doch jetzt leichter ausweichen können, gut. Und er macht wieder nur seine Bewegung. Komm, da will ich nicht getroffen werden, das wäre ärgerlich. Oh, das war knapp, aber es hat funktioniert. Gut, getroffen haben wir.
Und wieder die Frucht hier, die große. Gleich weg damit. Mist, da war ich wieder da, da wollte ich zu viel. Ich hätte einfach rübergehen sollen. Ich hätte einfach rübergehen sollen. Warum bin ich nicht rübergegangen? Naja. Nützt leider nichts, wenn man es versteht, was man falsch gemacht hat und das er trotzdem gemacht hat. Das war gut. Ja, nice. Das war ein Dreicycle. Lull. Nicht, dass es relevant wäre. So, jetzt einfach oben bleiben. Das hat nicht funktioniert. Ah, gut, der wird mich erwischen. Hab gedacht, er erwischt mich, aber hat funktioniert. Oh! Das war knapp. Das war super knapp. So, wir sind wieder hier. Schießen die ihren Mist eigentlich auch raus? Wenn ich sie nicht anschieße, ja, ne? Das hat damit nichts zu tun, ob ich die anschieße oder nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Oh je, das mag ich nicht so. Das ist so unvorhersehbar teilweise. Jetzt gehen sie hoch und dann fallen sie runter. Aber hier stehe ich safe. Okay. Okay, und wieder die hier. Das wäre halt voll gut, eine Seite direkt zu kriegen. Okay. Gut. Okay. Und er bewegt sich. Das ist die Phase, die ich ja eigentlich okay finde. Kein Quatsch machen. Kein Quatsch machen. Ah, mach keinen Quatsch. Okay. Kein Quatsch gemacht. Oh, das war das. Okay. Jetzt kommt... Ihr kennt sie noch, die Schleife. Ich weiß noch nicht mehr, wie sie funktioniert. Uah. Okay. Man musste immer das Grüne zurückschießen, ne? Genau. Das bleibt offensichtlich hier auch so. Wow, 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 wow. Das mag ich nicht. Okay, lieber das Grüne nicht treffen, als zu sterben. Ne? Und ich glaube, wir haben schon alle Phasen gesehen. Weiß es nicht. Ich hab dich auf Anhieb geschafft! Oh Gott, wir sind in der zweiten Phase vom Hauptboss. Das ist jetzt ein Safe Point. Alter. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich die Schleife sofort schaffe. Oh, war das gut. Uff. So, Endboss. Jetzt bin ich gespannt. Also man kann die irgendwie abschießen, diese Dinger. Und die grünen gehen dann in den Papierkorb. Irgendwie so. Au. Ne, irgendwie funktioniert das nicht. Vielleicht darf ich auch noch nicht schießen. Vielleicht muss ich erstmal nur ausweichen, ich weiß es nicht. Aber so ein paar grüne Sachen... Ach so, die Computer muss ich ab... Ah! Sowas wie Internet Explorer und so, damit muss ich den Papierkorb füllen. Verstanden. Mit den ganzen Sachen, die nicht rot sind, fülle ich den Papierkorb. Und dann sammle ich so eine Maus ein und klicke hier oben auf das X. Ja, genau. Und dann schieße ich ihn ab. So, und so funktioniert der. Jetzt machen wir das weiter. Wir schicken alles da hoch in den Papierkorb und ansonsten weichen wir aus. Alles klar. Gut. Das war das, was ich hauptsächlich bei HF wahrgenommen habe als Boss. Und das sah super cool aus, alles, was hier kommt. Jetzt gibt es übrigens keine Checkpoint mehr, ne? Also wir schaffen jetzt diesen Boss oder wir sterben. Das sind die beiden Optionen noch. Und dann ist die Nummer durch. Nein! War knapp. So, da muss ich noch gucken, wie man da am besten ausweicht. Aber so klappt es jetzt ganz gut. Okay. Das war knapp. Der Papierkorb war fast voll. Aber nur fast. Ja.
Aber auch hier wieder, ihr könnt auf die Symbole achten und was da alles an den Ordnern dran steht. Ich sehe das nicht. Da war irgendwas von SMB, glaube ich, habe ich gesehen. Projects, keine Ahnung, was da alles steht. Oh, das war, da war ich, da wollte ich zu viel. Da wollte ich wieder zu viel. Eigentlich ist es nicht so schwer, den Roten auszuweichen, wenn man nicht gleichzeitig zu viel von sich selbst verlangt. Dann geht das eigentlich klar. Nein! Hätte nicht gedacht, dass wir in diesem Part dahin kommen. Ich bin schon mehr als zufrieden jetzt. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, wir werden vielleicht die Schleife sehen und die Schleife trainieren können. Aber dass ich die Schleife auf Anhieb hinkriege, die war echt einfach. Zum Glück. Zum Glück war die echt einfach. Da will ich halt ein bisschen zu viel, weil dann ist die Phase schneller durch, aber ich sollte nicht zu viel schießen. Ich sollte mehr ausweichen. Ich weiß gar nicht, ob wenn die nicht rot sind, mich auch töten können. Ich glaube aber ja. Wir können es mal testen, wenn hier der... Ja gut, das konnte ich jetzt nicht testen, weil dann das Rot hier rauskommt. Kann ich mal irgendwas auf mich drauf fallen lassen, was nicht rot ist? Der Das da. Nee, ich kann es so nicht testen. Das da. Okay, es tötet mich alles. Ich muss es nur abschießen. Und das Rote kann ich nicht abschießen, das andere schon. Alles klar. Aber im Grunde tötet mich also alles. Gut zu wissen. Auch der Internet Explorer. Der sowieso. Was für eine Ironie, dass der, ups. Der war ja gerade dieses Sicherheitsdings von Microsoft hier, das Schild. Komm nicht auf den Namen, das gibt's doch nicht. Wie heißt denn das Ding? Keine Ahnung, ist ja egal. Irgendwann verfehle ich das X da oben. Ich sehe es schon kommen. So, neu. Ich weiß nicht, was passiert. Achso, er schmeißt jetzt Sachen um sich. Mit viel mehr Sachen schmeißt jetzt um sich. Okay. Und dann haben wir hier ja relativ... Das war ja relativ früh die Phase. Okay. So, was kommt jetzt? Ah ja. Er schmeißt weiter Sachen um sich. Gut. Aber die Phase, da war ja nicht mal was Rotes dabei. Da konnte ich einfach alles abschießen, was lustig ist. Gut. Also die Windphase, die jetzt kommt, die ist eigentlich so die unangenehmste. Ich hoffe, die kommt nicht öfter. Genau deswegen. Die ist am wenigsten predictable. Und kontrollierbar. Die anderen gehen eigentlich klar. Na, da kann ich relativ viel ausweichen. Da ist auch nicht so viel los, dass ich da irgendwie Stress hätte. Aber die Phase da, da kann so viel passieren. Nice. So, jetzt bin ich gespannt, ob die von gerade eben auch wieder so einfach wird, wie gerade halt. Weil die war gerade echt einfach. Erstaunlicherweise. Aber wahrscheinlich hatte ich einfach nur Glück. Und die Dinge sind einfach günstig gefallen, ich weiß es nicht. Nee, die ist einfach einfach. So. Jetzt kommt die, wo ich gestorben bin. Mal gucken. Aber auch da schieße ich einfach um mich. Muss halt mehr ausweichen. Okay, alles klar. Ich muss ein bisschen mehr ausweichen, aber ich schieße grundsätzlich auch hier weiterhin einfach um mich. Ist eigentlich so ein bisschen wie hier, nur extremer. Mit den ganzen kleinen roten Dingern. Tschüss. Da wollte ich wieder zu viel. Ja, aber ich denke, wir haben dann
schon recht viel von dem Boss gesehen. Werden wir im nächsten Part dann hinkriegen. Und werden wir natürlich noch 5 Minuten ungefähr spielen, klar. Ich erwarte aber nicht, dass ich den schon noch schaffe. Vor allem der Schluss, die Schlussphase von dem Boss ist böse. Ich weiß, ich spoil jetzt wieder alles, weil ich es halt schon gesehen habe, aber... Ne? Weiß ich halt. Tut mir leid. Ach Mist. Okay. Aber allein, dass wir schon wieder bis zum Boss gekommen sind. Wir haben wirklich alles in diesem Spiel geschafft. Krass. Ich glaube, das Schlimmste, was ich bisher von den Kollegen gespielt habe, war diese Stage mit den ganzen Kristallen und der Endboss, wo auch noch, also dieser grüne Endboss, den wir gerade hatten, der in Kombination mit dieser mit der Jump'n'Run Stage, das war richtig übel. So, jetzt einfach das Zeug hochschießen und ausweichen. Das geht dann von selbst irgendwann alles in den Papierkorb. Ich muss nur ausweichen. Das ist wichtig. Sehr gut. So, und jetzt wird es wieder kritisch. Ja, da bin ich noch viel zu wenig am Ausweichen. Viel zu wenig am Ausweichen. Ich muss vor allem gucken, wo die roten Dinger explodieren. Ich hab's verfehlt. Oh, das war knapp. Oh, das war voll gut. Ich wollte gerade sagen, bevor ein rotes kommt, haben wir schon fast den Papierkorb voll. Und dann kam ein rotes. Und dieses eine Rote hat gereicht, um mich zu killen. Sehr gut. So stelle ich mir das vor. Weiß übrigens nicht, ob irgendwelche Objekte den Papierkorb mehr füllen, weil sie mehr Speicher verbrauchen. Ich glaube, es füllt alles gleich. Sonst würde ich nämlich so ein bisschen gucken, was Joker ist. Was vielleicht mehr Speicherplatz verlangt. Und wenn ich mir das so angucke, sind es ja eh nur Icons. Ich kann ja nicht... Na ne, ja gut, den Taschenrechner kann ich theoretisch schon löschen. Aber ich würde sagen, das sind alles Verknüpfungen. Die ich da reinpacke in den Papierkorb. Die machen ja nichts aus. Oh Gott, ich schieße in die falsche Richtung. Ja moin. Komplett lost. Und hier kann es halt ganz schnell kritisch werden, wenn die so runtergehen, die roten Dinger. Und dann noch mehr kommt. Wie zum Beispiel jetzt. Weiß nicht, wie ich da hätte ausweichen soll. Okay. Wir nähern uns der 30. Ich würde sagen, wir machen dann, wenn wir bei 30 sind, so 5 ernsthafte Versuche. Und ein ernsthafter Versuch ist immer dann, wenn ich über die Windphase rauskomme. Ja, das ist ein ernsthafter Versuch. Davon auf jeden Fall mindestens noch 5. Also, ne, wenn ich in dieser Phase sterbe, ist es noch kein ernsthafter Versuch. Weil ich will auf jeden Fall über die Phase rauskommen. Wenn ich über die Phase nicht rauskomme, zählt das nicht. Ja, schade. Also, dann praktisch ab jetzt 5 Versuche. Alle, die mindestens in die dritte Phase reingehen. Ich muss mich ja mal so ein bisschen fordern. Nein! Oh Gott. Oh Gott, da war viel zu viel auf einmal. Keine Ahnung, wie ich die Meta ausweichen kann. Ja, gut. Guten Morgen. Das war schlecht. Das war auch schlecht.
Ja, und die Favoriten, ne? Das ist ja, das sind ja eigentlich nur Icons, die ich da reinpacke. Ich kann ja nicht die Favoriten so, ne? Das ist ja auch kein großer Speicherplatz. Ja, das Computerding ist ja auch nur ein Icon. Ist ja nicht der ganze Computer, der da gelöscht wird. Oder der Arbeitsplatz oder sonst was. So, ab jetzt wieder ein richtiger Versuch. Das heißt, der zählt. Wenn wir jetzt sterben, sind es noch 4 Versuche. Und in der Phase kann ich eigentlich nicht sterben. Außer es passiert zu viel auf einmal. So. Da sterbe ich viel zu schnell. Ich bin da noch viel zu. Ich muss da, glaube ich, weg. Irgendwo ganz weit weg muss ich da. Oh, das war sick. Da ging so viel auf einmal in den Papierkorb rein. Und jetzt verhaue ich den. Oh no. Oh no. Wow. Ich hoffe, ich verhaue den nicht irgendwann, wenn es wirklich drauf ankommt. Nicht bei der ersten Phase, da ist es ja völlig egal, ob ich es schaffe oder nicht. Aber wenn ich den bei der letzten Phase verhaue, den Mauszeiger. Oh, dann kriege ich einen kleinen Ausraster. So, also wir sind immer noch bei noch 4 Versuchen, ne? Wir sind ja erst einmal, seitdem ich das gesagt habe, in die Endphase in die dritte Phase reingekommen. Bruder, da war. Entschuldigung, ich habe schon wieder Bruder gesagt. Nein! Nein! Das zählt aber als Versuch, weil ich dumm bin. Also noch 3. Oh, war das gerade blöd. Jetzt. Plötzlich verhaue ich diese Mauszeiger-Dinger. Warum? Wie kann ich denn die nicht treffen? Mist. Mist. So. Wenn wir diese Phase jetzt schaffen, sind wir in Versuch 3. Okay. So, einfach jetzt nicht sterben. Und einfach nur nach oben schicken, das Zeug. Dann wirklich mal ganz weit weglaufen. Ich versuche jetzt mal ganz weit wegzulaufen, wo einfach dieses Zeug nicht explodiert und gucken, ob ich dann. Guck mal, hier ist zum Beispiel jetzt überall alles Mögliche. Ja, ich muss einfach weiter weg. Und dann, ich muss grundsätzlich weiter weglaufen immer. Okay, dann kriegen wir das hin. So, also noch 2 Versuche. Richtig schöner Boss. Macht richtig Spaß. Also wirklich jetzt. War jetzt nicht ironisch. Der macht tatsächlich Spaß. Okay. Das war zu viel Rot. Keine Ahnung, wie ich dem hätte ausweichen können. Keine Ahnung. Das war wirklich, das waren ja 5 hintereinander. Ich hätte irgendwie unten durch wahrscheinlich gekonnt. Und dann irgendwie drüber. Also das war aber. Nee, weiß nicht, ob man das. Das war auf jeden Fall mit das schlechteste RNG, was ich in dem Kampf bisher hatte. So viel kann man, denke ich, sagen.
Nice. Ich weiß gar nicht, warum ich immer springe, wenn ich den abschieße. Muss ich ja überhaupt nicht. Oh, das war knapp. Oh, das war blöd. Wir sind immer noch bei nur noch zwei Versuchen. Weil wir die zweite Phase seitdem nicht mehr geschafft haben. Man könnte es eigentlich auch andersrum machen, bei solchen Motivationsgeschichten, dass man sagt, es sind noch fünf Versuche. Und immer wenn man weiterkommt, also immer wenn man in die zweite Phase kommt, oder in die dritte Phase, dann kommt jeweils ein oder zwei Versuche nochmal dazu. Na, sowas könnte man auch sagen. Dann sind nämlich, dann muss man sich auch ein bisschen mehr Mühe geben am Anfang. Weil da sterbe ich gerade ziemlich oft. Aber das zählt ja nicht als Versuch. Ja, wie auch immer. Ist ja völlig... Ich philosophiere hier schon wieder einen Quatsch zusammen. Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, pff, keine Ahnung. Manchmal wirkt es nicht möglich auszuweichen. Mal wirkt es super einfach und super gut. Und mal funktioniert es überhaupt nicht. So. Zu viel. Viel zu viel Rot. Menschens, genau. Jetzt war ich gerade in Gedanken ganz woanders. Hat man, glaube ich, daran gemerkt, dass ich gar nicht geredet habe. Komplett, komplett abwesend gerade einfach. Wow. Wirklich so, also es war jetzt wirklich gerade so Windows-Shutdown im Kopf. So hat sich das gerade angefühlt. Komplett lost gewesen. Ich habe auch nicht mehr geredet. Ich habe es gemerkt. Und als ich dann da oben plötzlich verreckt bin, da bin ich, war ich wieder da. Da bin ich wieder restartet. Ganz mess. War gerade richtig merkwürdig. So, jetzt bin ich wieder für euch da. So ein bisschen, wie so ein bisschen Sekundenschlaf war das gerade. So wirklich einfach komplett, komplett weg. So, das sollte doch jetzt mal wieder was werden hier. Na, wie viel denn noch? Jawohl. Diesmal treffen wir auch. Dankeschön. Also, ab jetzt wieder ein Versuch. Das heißt, wenn der jetzt schief geht, ist es noch ein Versuch übrig. Und ich muss jetzt wirklich mal versuchen, in der nächsten Phase einfach ganz viel zu laufen. Also wo ist rot? Da zum Beispiel rot. Dann gehe ich da... Ach, das Gelbe explodiert auch. Ich dachte nur, das Rote explodiert. Es explodiert alles.
Gut, also jetzt letzter Versuch sozusagen. Ne? Wenn wir noch einmal über die zweite Phase rauskommen und dann sterben, ist der Part zu Ende. Puh. Aber wir haben. Ich bin viel weiter in den Part gekommen, als ich dachte. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon zur Endphase kommen. Die schaffen wir dann beim nächsten Mal. Heute jetzt nicht mehr. Dafür muss ich noch diese vierte Phase, die muss ich noch richtig verstehen. Da brauche ich noch eine Strategie. Da habe ich noch überhaupt keinen Plan. Da habe ich noch überhaupt keine Strategie, was ich da machen soll. Es hat ein paar Mal gut gewirkt, so. Ein paar Sachen konnte ich in den Papierkorb schieben. Aber insgesamt bin ich viel zu viel dabei schon gestorben. Als dass man sagen könnte, ich habe einen Plan, wie das funktioniert. Also das kann man noch nicht behaupten. Oh, ich habe gerade richtig viel getroffen. Es wäre jetzt ärgerlich zu sterben. Nice. Okay, also das ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Ab jetzt zählt das auch als letzter Versuch. Wenn wir jetzt sterben, war's das. So, wo ist jetzt überall Zeug? Das ist ganz random, wo das ist, ne? Da zum Beispiel. Das explodiert, jetzt explodiert das hier über mir. Jetzt ist es weniger. Jetzt geht das dahin. Jetzt fliegt das in die Luft. Oh, wow, wir haben die Phase geschafft. Wenn ich jetzt verfehlt hätte, ne? Ah, mein Gott. So. Das hier ist super interessant. Da muss man eigentlich auch gar nicht viel machen. Ah, schade. Schade. Das ist nicht so schwierig. Das ist die letzte Phase. Ja? Diese fünfte Phase, wo man dann in dieses Kästchen reinkommt, da kommen noch so ein paar Sachen, die man hier drin machen muss. Wenn man das geschafft hat, dann ist es vorbei. Da kommen wir nächstes Mal hin. Jetzt haben wir auch die vierte Phase einigermaßen hinbekommen. Dann schließen wir nächstes Mal das Spiel ziemlich sicher ab. Und, wenn ich es kann, werde ich nach dem Spiel nochmal den Isaac-Modus spielen. Und da mir alle Räume angucken. Ja, ich weiß, ich bin da durchgewascht, weil ich wusste nicht, wie lang das Ding ist. Hat sich rausgestellt, es ist super kurz. Hätte ich mir wirklich alle Räume angucken können. Ich wusste es halt nicht. Verstehe, dass da ein paar Leute enttäuscht waren. Tut mir auch leid. Ich werde versuchen, das nochmal zu machen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.